Vor allem, das ist ideal für Let's Plays, ey. Ohne Scheiß. Ach, geht mir auf den Sack. Oh ja. Kohle hier, das ist, Hä? Kohle? Na, mir will wieder einer Gold verkaufen. Ach so, ja, melden. Oh, 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 oh. Ach, da, ja, ach, der ist das. Ja, komm, Damage drauf machen. Macht Schaden. Alex, nicht daneben stehen. So, das war's. Loot. Grüne Hose. Ich hab nix gekriegt. Nur weiße Sachen und einen Seelenstein, immerhin. Toll. Nichts gekriegt. So. Bin ich jetzt enttäuscht. Was? Warum? Wacht mal noch oder gehen wir zum nächsten? Bitte zum nächsten. Der konnte ja mal gar nichts. Dann nehmen wir oben den Drigulas Ritualaltar. Ja. Der fehlt mir nämlich dann auch. Ich hab mir den mal markiert, damit ich den Weg dahin finde. So, auf geht's. Seid ihr alle auf euren Gäulen? Ja. Ich vertraue dir. Irgendwie reiten wir alle in andere Richtung. Hinter wem sollen wir jetzt herreiten? Doch, du machst voll den Umweg. Der schwimmt denn da hinten im Wasser? Ich. Hä? Ich auch. Oh ne, jetzt werde ich auch noch. Oh. Genau, wir schwimmen durch Wasser, oder? Hin bis hin zum. Ja, ist ja gut. Mistviecher. Ich finde, man sollte hier noch tauchen können oder sowas. Ja. Das wäre die Unterwasserzonen, wobei bei Guild Wars fehlen mir so ein bisschen. Guild Wars war auch ein sehr geiles Game, fand ich. Ja. Vor allem komplette Welt unter Wasser. Und vor allen Dingen grafisch auch total cool. Ja. Ja. Aber das war noch nicht so atmosphärisch wie das hier. Nee, also, das stimmt. Mir hat bei Guild Wars was gefehlt. Die Klassen waren irgendwie zu einfach gehalten. Ich hab bei Guild Wars? Ja. Ich hab einen Ingenieur gespielt. Ja, ich auch. Ich hab einen Wächter. Ich hab Schurke. Schurke hab ich gespielt. Brownies. Ich hab schon auf die Platte. Wir spawnen gerade Brownies auf den Tisch. Yay. Aber Schurke. Nein, alles ich hab gut. Ich hab meinen Ingenieur bei auf Türme geskillt. Oh, das ist gut. So, um sich herum erstmal ein paar Türme zaubern, so zang, zang, zang. Ja, das war eh unfair. Richtig mies. Einer schießt, einer heilt. Warte mal. Der Boss ist nicht da. Ich will den Schrein mal benutzen hier, gucken, was der bringt. Magiker. Oh, das ist gut, den nehme ich mir dann. Glaube ich. Glauben, das heißt auch der Magier, ne? Maximale Magiker wird erhöht. Na, ist für einen Zauberer doch genau das Richtige. Ich hab noch nicht reingebissen. Ich nehme ihn trotzdem. Hä? Oh! Zuckerschock! Wieso, was isst du? Brownies. Boah. Ich hab auch mal probiert. Also, aber auch gleichzeitig herb durch die Bitterschokolade. Warme Schokolade für den Mund, ey. Oh, lecker. Kuchen. Also, aber guck mal, den ganzen Tag, ne? Kein Lebenszeichen von der Ines. Sobald es Essen gibt. Warum kann ich hier nicht angrabbeln? Weil der von alleine spawnt. Was macht man hier? Nein, ich meine hier den. Uah. Kann ich. Den Mundostein. Ja. Warum kann ich hier nicht angrabbeln? Vielleicht hast du den schon angegrabbelt. Vielleicht musst du dich dran reiben. Wie heißt der? Ach, die Magierin. Ja, Entschuldigung. La la la. So, seid ihr bereit? Übrigens, setz dich zu mir an den Altar. Wann lässt das gerade? Wo sitzen du? Ach, da. Wann lässt das gerade, Schatz? Warum? man hört dich den ganzen Tag nicht, aber sobald es was zum Essen gibt, geht. Ich hört man, wenn es ums Essen geht. Ja, dann kommst du raus und redest und. Jo. Chrissy ist mit Jasmin unterwegs, deswegen ist sie nicht da. Ja, nur wie viel? Eine Männerrunde. Männerrunde, das. So. Ja. Ess noch einen vor. Rom. Wir sind doch, warum, was, wer spielt denn da hinten Gitarre? Ach, da hinten, der Alex. Ja. Ja.
Komm doch dann wenigstens zu uns, echt. Ich höre so ganz leise. Kring, kring, kring. Die Ritualgesellschaft. Und wir bestimmen jetzt. Genau, Table Dancer. Nee, bitte nicht. Bist du viel an dafür, ne? Er hat einen Rock an und daher sehe ich seinen, du weißt schon. Ihren. Oh. Sein Gebimmel. Hallo. Ah! Ach sowas. Der sieht gar nicht gemerkt. Ich dachte mir so, was ist, wer ist das jetzt? Bam. Oh, GZ. 1422 Erfahrungspunkte. GZ. 1329. Wer levelt jetzt? Tandrin ist gelevelt, ne? Ja. Können wir jetzt in eine neue Innis gehen? Warte, ich hab was. Ich fühle mich verarscht. Eine blaue Axt ist gespawnt. Ja. Einhand oder Zweihand? Einhand. Einhand? Jetzt zeig dir mal Chrissy. Zeig dir mal unsere Katze hier. Jo, Moment. Wird oh, gut. Dremora Schrecken? Das nee, er hat zu wenig Schaden. Okay. Fällt Leben ist, wieder her. Das ist, aber, Tank, ist, das ist eine Tankaxt. Die ist aber, glaube ich, gebunden, steht da oben. Da brauche ich eh nicht. Wird beim Anlegen. Egal. So. Wohin jetzt so, das nächste? Ich könnte ja mal, warte mal, meine Punkte gerade verteilen. Ja, ja, wir haben die Zeit, alles gut. Wie wäre es mit dem Verlies? Ja. Nähe verwüstetes Dornfleck Monster. So, Dornfleck ist direkt ein Boss, der nach links unten. Ach da, verwüstetes Dornfleck. Ich kenne ein gutes Verlies, wo es wirklich en masse an Mobs gibt. Wo war dieses epische Riesengruppenverliese? Wo waren die? Wo war dieses Mystvieh von. Ich glaube, das war ein Map tiefer, oder? Das war auf der komplett linken Seite. Also, das wäre dann West-Nordosten. Nein, doch. Nee, Nordwesten, scheiße. Nordwesten, keine Ahnung. Der Map. Oh, noch mehr Erz. Moment, Nordwesten? Ja, Norden ist oben, Süden ist oben. Alles klar. Hier. Ja, kann sein, dass es hier noch andere gibt, das weiß ich nicht. Wenn du eine weißt, sag Bescheid. Nee, ich erinnere mich nur nichts an diese, eine Inni, aber ich weiß nicht, welche Map das war. Toll. Eine Inni mit diesen, wo du rum, rechts, links rumgingst, da eine Treppe hoch und da war so ein Boss in einem Raum. Aha. Wo ich lange Hilfe brauchte, aber keiner kam. Und die ganze Zeit nur Bots. Mein Gott. Leicht Sprachversagen, ne? Was? Schon ich würde sagen, wir haben noch längst nicht überall alles auf den Zonen entdeckt, ey, kann ich schwören. Doch, ich gehe nach den Sachen. Nach den. Erfolg von daher. Das Einzige, was ach halt so, könnte, Zonenerfolge, halt ne? Ja, danach gehe ich nämlich. Oh Gott, links oder rechts vorbei an dem Berg hier? Ja, das ist. Ja. Wir müssen durchs Wasser müssten wir kommen, weil sonst machen wir so einen riesen Umweg. Auf geht's. Weil da ist ja auch ein Strudel und so. Yippie! Platsch! Mein Strudel! Fell. Strudel? Komm, dein Fell trocknet eher als meine Kutte, ey. Nee. Wir könnten ja ein bisschen föhnen und dann kommst du raus und Porsche Panther so fumm. So sieht so knuffig aus. Wenn so ein, wenn eine Katze geföhnt wurde. Im Trockner gesteckt. Ja, wie in der Garfield-Serie. Ne? Ja, da bin ich ja beinahe an der Rune vorbeigerannt. Wir können auch warten, bis der Anker hier runterkommt. Ist das doch egal, wenn wir schon mal hier sind. Bis der dann wirklich kommt. Ja, echt. Lotto Rotto. Ja, komm, wir haben ein Ziel, wir werden dieses Ziel jetzt gnadenlos verfolgen. Und uns nicht ablenken lassen, sonst passiert uns das, was uns hier jedes Mal passiert. Wir kommen nicht weiter. Ja. Wir kommen da nie an, weil. Pierre, sonst doch. Ja, aber guck mal, der Anker ist doch schon auch toll. Also. Ja, wir kriegen ja mit, wenn der gleich spawnt. Hier warten, wenn der spawnt. Spawnt aber nicht gleich. Oh, der ist aber tot, ne? Der Chef hier.
Ah, das Großmaul war das, alles klar. Verstehe. Wenn wir uns jetzt hier demonstrativ hinsetzen. Ah, Alter, meine Füße strecken und so. Oder war das Skelett hinter uns? Ah, super, man kann im Reiten nicht geben. Oh. Neulich in D-Schaden. Ja. Ah, ein Bluttrichter. Toll. Nix. Was bringt das? Im Kampf viel. Ja, wir sind aber nicht im Kampf. Hat schon mal geübt. Genau. Sie hat schon mal geübt. Mhm. Ich hab gedacht, ich habe so viel übrig und ich glaube, als Heiler ist das echt eine geile Sache. Oh, 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 oh. Katze! Auf geht's. Wo ist das denn? Damage drauf. Darfzahl! Ich dachte, das wäre Tyrannosaurus Drecksack. Blaues Messer. Nix. Kein Loot. Kein Loot. Boah, welcher gestörte Hub da die ganze Zeit, ey, meine Güte. Naja, Heiratskünstler. Nee, der Hub ist die ganze Zeit der steht ja nur auf einem Platz, der steht. Meine Fresse, heute hab ich's aber. Der steht ja nur hier vorne. Ess doch mal ein Brownie. Wer. Oh, das ist eine riesen Karawane an Leuten. Jo. So, eigentlich müssten ja die ihn noch nicht haben, uns anleiten hier, ne? Ja, ich hab den Endboss der Zone hier, die unter uns ist, über uns ist, noch nicht. Den verließ. Über uns? Die Fackel. Den haben wir gerade gefettet, den Boss. Nein, so. Dann haben wir Dreikreismine, meinst du? Ja. Ja, da können wir ja schon mal hingehen. Wo nicht nur Wasser sich einem Weg in die Tiefen bahnt. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. War das unten, ne? Ja. Oh, Blümchen, nein. Ach ja, hier, genau, hier ist der Steg. Ja, alles klar. Holz. Lass das uns niederbrennen. War ich hier schon mal? Ja, muss ich ja. Ob da hinten irgendwie eine Scheiße ist, mal gucken. Sollen wir da rein? Ja. Ich brauch den Endboss noch. Ich brauch den Endboss. Und wer schwimmt da hinten? Im Wasserfall? Doch. Ja, dann gehen wir mal rein, ne? Ja, dann. Drei Kreismine. Ich hab nie verstanden, warum die so heißt, aber gut. Weil es hier drei Kreise in der Mine sind. Was? Weil es drei Kreise in der Mine sind. Ja. Aber Oder vielleicht dreht die Mine am Kreis. Ach, keine Ahnung. Vielleicht drehe ich am Rad, aber. Ja. Du weißt doch, warum der Hubschrauber heißt, ne? Weil er hubt und schraubt. Genau. Weil er Schrauben hubt. Hub. Ja, also. Hä? So, warten wir mal auf. Auf unseren Nachzugzykler. Was spiele ich denn? Heiler oder Zauberer? Was Tepper, völlig hier? Egal. Die Zone ist vorhin nicht so schlimm. Das ist doch gut. Easy. Easy. Dann spiele ich. Ich habe doch einen Heilskill in meiner Damage-Leistung. Hier, von daher. Hier lang. Geradeaus! Ach ja, das Logbuch des Minenvorarbeiters. Deshalb die drei Kreise. Weil du immer drei Möglichkeiten hast hier. Ja, nee, links kommst du raus, wenn du unten beim Boss wieder nach Hause gehen willst. Wir wollen aber nicht nach Hause. Ja, geh doch schön nach Hause. Hä? Jetzt Plinken hat's gemacht. Wo ist der Boss eigentlich? Gute Frage, ne? Schätzungsweise an der Scherbe. Ja, die ich auch nicht mehr weiß, weil ich die schon hab. Achtet auch mal ein bisschen auf Kisten um uns herum, ne? Immer schön links, rechts gucken, die Augen nach hinten verdrehen und aus dem Schild rausgucken. Oh, eine Himmelsscherbe! Ja, hab ich schon.
Hast du die noch nicht? Oh, Alter, also langsam. Ich hab die schon. So, fertig. Das war der Boss. Weißt du, was lustig ist? Ich hab mir der Boss ist hier. Forscher, der drei Kra- Ja, weil wir gerade den Boss gelegt haben, aber den müssen wir nochmal, weil ihr habt den ja nur so gerade so angeguckt, schief. Der spawnt hier in der Ecke, Ich hab ihn gerade, ich hab das Ping bekommen. Ich nicht. Den hab ich ja schon fertig. Hm. Muss die Dreikreiselmine jetzt verlassen. Dreikreiselmine. Wir wollen den Boss aber nochmal liegen. So, Na gut, dann mach ich einen auf Heiler. Vielleicht kriegst du ja noch was Schönes. Wie lange bleibt denn der Schrein überhaupt stehen? Das steht im Spell. Ja, richtig. Das müssen wir mal lesen. Mal lesen? 27 Sekunden. Naja. Ja. Und genauso lange. Oh! Guck mal, Knochenzahn ist wieder da. Knochenzahn, la. Kein Erfahrungspunkt, kein Blut. Nee, das ist halt. Und billig Mob. Dann raus. Ich hab Knochenzahns Glücksbringer, gewährt 5 Ausdauerregeneration. Das ist was für unseren Schurken hier. Ja, dann. Wer es haben will, dann. Moment, ich poste Link mal. Doch erstmal. Da. Oh, blau. Guck mal. Da Stufe 17. Ach, da. Sollen wir den Boss nochmal legen? Nein. Ich hab da nix. Ich hab da nichts wirklich bekommen. Da nichts gegen, wenn ihr müsst das sagen. Bei euch ist Doro der Kram und ich gut. Sind schon fast da. Nee, ich hab gar nichts. Das bringt ja nichts. Was steht der da so blöd in der Ecke rum? Ein Schwertschwinger. Ja. Da baba. Passt auf, dass ihr beim Schwingen nicht euer Schwert wegschmeißt. Ja, ne, so Schuhpop. Das hat ein NPC gesagt, wo ich an ihm vorbeigeritten bin. Ja, der, ich glaube, einer von den Schmieden war das. Das war voll witzig. Ich so, ne, denke nicht, so höre so, passt auf, dass ihr euer Schwert beim Schwingen nicht wegschmeißt. So, hört Ich so, der und der so. Und dann ich wiederum. Zu spät. Und er so. Ja. Abgeschlossen. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Oh, ah, ein Anker. Oh ja, dann hin da. Ja, Anker. Ja, los, ihr wolltet die Anker noch haben. Wie leise der ist. Und wer schwimmt da jetzt durchs Wasser? Ich hab nur eben die Rune hier. Also. Makaderi. Ach, scheiße. Doch schon jemand ist? Ja. Eine Menge Leute. Ja, dann schließt euch dem an und klopft ein bisschen mit an mich. Sammelt ja eben so. Wenn der in Betrieb ist, ist so ein Anker auch leise. Der ist nur dann laut, wenn er kommt oder geht. Genau. Vor allem, wenn er geht, dann machst du einmal so Schepper. Wo ist er denn? Da. Die sind hier so schnell down. Die sind schon down, bevor sie überhaupt kommen. Ja. Ja, weil die Skalierung funktioniert leider nicht. Ich dachte, die haben geschrieben, dass sie das anpassen. Aber tun sie dann doch nicht. Ja, die Pets können schon drauffeuern, bevor die Bomben überhaupt da sind. Das ist hier bekloppt. Müssten hier schon 50 Stufen höher sein jedes Mal, aber gut. Das Anpassen des Levels funktioniert nicht. Oder die Menge. Aber ab und zu fallen sie aber vor unserer Nase. Gibt aber kein EP, ne? Jo? Ich nicht. Nee, ich bekomme gar nichts. Ihr seid ja doch im Levelbereich. Oh, wie Loot. Ach, das war Lederfetzen von dem Dornzock. La. Ah, ich mach mal hier so ein. Oh Gott. Bäm. Wie schnell? Die kippen schneller um als die Mob. Bis ich da bin, ne, sind die schon down. Yep. Ja. So sieht das aus, ne? So, ich bleib jetzt hier stehen.
Ich auch. Das ist eine Rumrennerei, lohnt es doch gar nicht. Ja, der Endboss ist eigentlich nur interessant. Ich esse mal lieber ein Süppchen und... Ich verstehe überhaupt nicht das, was er sagt. Verdammt, zu tot, zu sterben. Toll, vom Endboss habe ich natürlich nichts bekommen. Es gab einen Endboss? Ja, das ist aber nein. Ganze Vollspacken mussten ja so drauf zerren und kommen, aber. Ich hab so viel andere Geräusche gehört, aber nix. Und Stille. So. Ja, jetzt, ne? Gott sei Dank. Ja. Gott, ey, Alter. Unter uns ist ein Verlies und da fehlt mir auch der Endboss. Warum machst du den nicht einfach mal fertig? Ja, frage ich mich auch. Weil ich weiß auch nicht, warum mir die immer fehlen. Weil eigentlich kloppe ich die auch immer, mit denen ich da reingehe. Ja, irgendwas machst du ja falsch. Ja, ich. Du musst auch die Waffe ziehen, ne? Es wird nicht genug von eurem Herzen. Und grimmig gucken. Ja. Was ist das? Den Stimulus, der gibt noch MP für die Jungs. Okay. Oder habt ihr irgendwelche anderen Ziele? Ja, nö. Er springt, trau dich. Hey, Butch. Nix passiert, komm. Ich bin irgendwie Buche. In den Baum gefallen. Ja. Das, bist du, das ist aber hoch, ne? Spring jetzt. Ich will nicht. Was machen wir hier eigentlich? Oh, Kante, Kante. Wollen in das Tal der Geistes, klar, bla, keine Ahnung. Hä? Okay. Ich reit mal hinter Dresskiller her, der will ja wissen, wohin das führt. Ich hoffe. Jetzt gleich so Ende der Welt, so Fall runter. Ja, genau. Hieronimo, das wäre noch ein Scherz, ne? So. Pump. Also wer schon in Strudel fällt, weißt du, in irgendwelchen Kavernen. Nein, ich bin nicht gefallen, ich habe ihn getestet. Kann auch die Welt runterfallen, wenn du mich fragst. Wie oft ich durch die Welt falle, ne? Das ist nicht wie wär's, wenn wir mal eine Grusel-Inni machen? Das wäre? Sowas gibt's, habe ich hier gelesen. Ja, aber du musst auch ein bisschen leveln. Ich hab keine gefunden, wenn ich ehrlich bin. Doch, ich schon. Was soll eine Grusel-Inni sein? Ich hab mich immer voll gegruselt. Uah, hab ich immer noch. Also das Verlies, das war schon nicht schlecht. Das, wer ist das Ding? Die Bündeltiefen. Nee, Quatsch, die Verbannungszellen, die waren nicht schlecht. Mhm. Ach, hier müssen wir rein. Das glaube ich auch. Hier sieht's aus wie eine Pilzgrotte auf dem Bild. Stimmt. Endlich mal wieder normale Pilze. Die Pilzflotte. Ganz normale Leute. Ach nee, Pilze. Mein Eis ist alle, verdammt. Oh. Irgendwas Dickes verstopft die Leitung. Ah, guck mal hier, direkt die Lampe hat direkt so ein Style, so einen besonderen. Cool. Du seid eigentlich schon vorgelaufen, anstatt ihr mal das hier bewundert. Ich cool. War doch schon hier. Sieht aus wie eine Pilzquatte. Irgendwie, ne? Ist doch keine Bedrohung. Ach, ja, das ist die Quama. Genau, ich erinnere mich, die Quama. Ah. Da. La 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 la. Warum zum Henker brauche ich zum Tarnen aus? Oh, Scheiße. Pump.
Ohne Himmel. Oh, 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 da hinten ist der Boss. Ach, ach, dieses muss fehlen. Das ach, war's. Ich dann, ja gut, Tandrila hat dann gedacht, das ist gut. Wo ist denn der Boss? Genau, der Boss ist tot. Da waren zwei Kisten. Wenn das die hier ist der Boss. Zone ist, die ich meine, da hier spawnt der Boss. Und Doc ist gerade rausgekommen. Wer? Doc. Dein Dad? Ja. Ja, wer soll sonst Doc sein? Ja, weiß ich nicht. Gab's hier Kisten? Hier liegt ein Buch. Warum ist der rausgeflogen? Keine Ahnung. Ich hab's gerade nur, weil der Boss ist wieder da. Alex. Ja. Crunchen der Respawn. Boss ist gleich tot. Ja. So, das war's. Da bin ich gerade mal aus dem Teamsieg rausgeflogen. Ein Stück. Mhm. Ich meine, bei dem Boss hier hinten gibt's nachher zwei Kisten. Nein, gibt's nicht. Der Boss ist nämlich hier. Ja, hier. Errungenschaft, Talons Klippe, freigeschaltet. Ach, gut. Was ist das für ein Scheiß? Ah, okay, dann war das bei den Spinnen, dann war das nicht hier. Spinnen? Seid ihr alle fertig hier? Jo. Können wir dann weiterziehen? Ich war vorher schon fertig, aber ich hätte ja gerne mit auf den Boss gekloppt. Ja, du kriegst ja gar nichts. Manchmal schon. Nee. Und seit dem Kill habe ich auch nichts bekommen. Bint, wir könnten nochmal einen Anker machen. Nein. Nein. Dafür müssten wir theoretisch im gleichen Level sein und man Anker erwischen, wo nicht 3 Millionen Leute sind. Damit es auch was bringt, ne? Und ja. Hübsch hier, ne? So. Wie in der Pilzgrotte. Ja. Buh! Buh! Was zum Teufel? Ich hab's doch nur mit Verrückten zu tun. Das ist mit Gruseligkeit gemeint, ey. Ist die gruselig, die Grotte. Du ahnst nichts Böses, ne? Kommt der Onkel Tank aus dem Pilz. Das war dunkle Ecke, das war schon nicht schlecht, ey, die Überraschung. Ja, oh Mann. Na, jetzt geht das los. Was denn? Ja, schön hier. Und wo gehen wir jetzt hin? Da ihr das hier eher alle planlos seid, was fehlt mir denn noch? So, ja, wer hat denn gesagt, dass mir noch die Hälfte von diesen ganzen Dingen hier fehlt? Also, wo sind wir hier? Schaden. Also, wenn wir... Ja, wie gesagt, ich kenne eine... ein Verlies, wo halt wirklich der Bär ist. Ja gut, dann lass mal dahin. Ich habe keine Ahnung. Also viele Mobs. Da sind sehr viele. Und das ist wo? Hier auf dieser Karte. Ist allerdings ja, ein Stückchen. Ich fahr mal hin. Reite. Ja, fahr mal. Wo bist du denn? Boro kann fahren. Ich hab Navi auf dem Pferd. Der hieß ohne Scheiß einer Panzer-Eirenfist. Mir fliegt eine Libelle hinterher. Ja. Macht nix. Die erwische ich nicht, solange du reitest. Ja. Auch nichts anderes. Ja, Caster vielleicht noch, aber. Ich muss ja alles noch questen in dem Gebiet, oh Mann. Ja klar, du fängst ja gerade jetzt an mit Tishan. Bleib mal locker. Du hast noch viel zu tun. Oh ja. Noch richtig viel zu tun. Bis wir da in Schattenfeen waren, hat das ewig gedauert, wenn ich ehrlich bin. Reite ich jetzt wieder zurück? Jetzt muss ich auch auf die Map gucken. Wir müssen nur so um den Hügel herum. Follow wäre nicht schlecht jetzt gerade am Boot. Ja, ne? Und das haben sie hier auch nicht reingepackt. Ja, und das haben die auch nicht. Noch nicht mal Titten. Ja, echt, ey. So wie bei Age of Conan. Oh ja.
Age of Conan war doch sehr geil. Erste, was die Jungs gemacht haben, erstmal Tittenmonster bauen, ey. Und dann alle ja. Schön nackt rumrennen. Hallo, ich hab hier was am Hintern kleben. Dann lauf! Kruzi, so. Fix. Ja, guck mal, die sind doch schon wieder weg, die Hunze. Die Hunze. Gut. Oh. Am Hintern kleben, kein Wunder. Der einzige Schilder hier in der Reiterei. Wo reiten wir überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung, wenn du mich fragst. Ich reite nur hinter dem Bank hinterher. Irgendwie habe ich mich gerade verhaspelt. Ich komme nicht weiter. Alex vom Pferd geflogen, oder? Nein. Okay. Ah, wir bei dem Boss nicht gerade schon mal hier oben. Wo ihr alle auf eurem Stühlchen saß und der Boss spawnt. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Das muss ich nur... auch hoffen. Oh, der große See. Und schon wieder, weil wir mal alle nass. Boah. Schwimmübung, 300 Meter. Oh, oh. Ja, guck mal, ich kann hier aufrecht durchs Wasser laufen. Boah, wir müssen komplett umgehen, ey. Mist. Kann hier laufen. Ich kann hier stehen. Hast du nicht gesagt, wir sind gleich da? Ja, wir sind auch gleich da. Gleich ist immer relativ. Vor allem, wenn einer Zeitmaschinen benutzt, ist gleich besonders jetzt. Relativ. Ist gleich so, immer jetzt. Sehr interessant, da. Der Gedanke, Erik. Schwupp. Ja, war letztes Mal wieder so ein Zeitmaschinenfilm. Deswegen habe ich mich daran erinnert. Was, Back to the Future? Rubin Rot habe ich mir angeguckt, der war witzig. Wie heißt der? Rubin Rot. Sag mal, die hört sich an wie ein Porno. Das ist ein deutscher Film, da geht es um eine Gilde, die hat so Menschen, die können Zeit reisen, weil sie so ein bestimmtes Gen dafür haben und völlig abgefahren, ey. Okay. Rot, ist eine deutsche Produktion sogar. Oh, da ist eine Himmelsscherbe. Wo? Jetzt schnappst du dir Tiger. Hier. Wir nehmen nicht die Brücke. Da eine. Habt ihr die alle? Die Himmelsscherbe, ja, ja, klar. Hä? Eine Quest? Nein. Du hast hier eine Quest! Wie? Wieso? Ah. Ich hab hier zum Glück, Gott sei Dank, ich wollte schon sagen, ich hab hier hoffentlich alles abgeschlossen. Absolut alles! Bist du dir sicher? Jetzt bin ich auch nichts anderes vorbeigekommen. Achte da sehr genau drauf, dass ich hier nichts hinterlasse. Ja, du kannst auch mit den Erfolgen gucken, ob du alles hast. Versteht aber nicht die Quest, oder? So, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Da steht auch so viel Gott. Quests von so und so. Hier lang. Ehrlich? In der Zone? Ja. Wo finde ich denn das? Unter? Erfolge, Errungenschaften unter J. Und, ja, da steht das irgendwo. So und so viele Quests von so und so vielen. Und so. Errungenschaften. Und jetzt, Zonen, oder was? Nee. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich Quests allgemein. Oh, du hast recht, Kalthafen. Warum Deutsch? Seid ihr alle unsichtbar? Warte mal, Ebenherzpakt? Das sind doch gar nicht. Ja, ich kann aber nur Ebenherzpakt mehr anzeigen lassen. Im Ganzen. Und du bist ja auch nur Ebenherzpakt, ist doch. Ja, aber die Zonen! Ja, und jetzt achte mal auf die Namen. Achte erstmal, dass ihr davongeritten seid, während ich in meinem Questbuch blätterte. Ich hab keine den. Unsichtbaren Leuten hier hinterher. Ihr seid unsichtbar. Ich sehe euch nur als Pfeil. Oh, wir, wir wollen dich erschrecken. Oder Alex, wir müssen es dir sagen. Wir sind alles Vampire. Ach, jetzt bist du wieder da. Alles sehr merkwürdig. Nein, das ist wahrscheinlich, weil wir so durch so eine spezielle Zone geritten sind. Da sind ja verschiedene ja, Phasen, genau. Sind wir schon da? Ja, gleich. Sind wir schon da? Ich nehme da mal die Brücke, ne, bevor ich mich wieder nass mache. Wir müssen hier lang. Immer muss es hier regnen, ey. Dann müssen wir hier lang. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. So.
Ja, ist ja. Klar. Ja, Entschuldigung, habt ihr gemerkt, wa? Was? Drehwurm. Wir sind jetzt da. Ich sehe. Ach, da. Wer war hier schon? Noch nicht? Du warst schon hier? Ja, hier war ich mit Sicherheit auch schon. Was magst du? Zyno. Wie heißt das Ding? Die vergessenen Anker. Krypten. Anker. Wo? Ja, ich höre nicht. Ja, sollen wir da hingehen dann? Zum Anker? Ich laufe. Na, Anker. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Anker? Anker, yay! So, frische Möpse! Ich frage mich, was ist mit der Lieder in dem Wolke aus? Hä? Was für eine Lieder in der Wolke? Wenn der Anker einschlägt. Was schade, die Mobs sind so. Immer wenn es hektisch wird, dann ist ein Anker im Gange, ey. Lol, der Mob ist wieder tot gespawnt. Level 18. Ich muss mir gerade eine magische Kugel an meinem Kopf vorbeigezischt, ey. Was gemacht? Ich warte. Ja, genau vor unserer Nase, also bitteschön. Aha, hinten. Wir haben schon wieder 10 Millionen Leute an diesem Scheißding. Ja, also aus den Ankern könnten sie auch viel mehr machen. Jo. Wenn da immer so mit, die könnten auch viel mehr machen aus solchen Ankern, also actionmäßig. Ja, sie könnten ein bisschen von Rift abgucken, weil da waren die Riste ein bisschen geiler, fand ich so. Ja, ich verstehe gerade. Also, du sagst ja, die können ja viel mehr Action machen. Ich stelle mir gerade vor, wie Colt Sivas hier über den Rift so springt mit seinem Geländewagen. Alter, Del. Alter, ey. Du bist mit seinem Gelände fährt. Und Action. Also wir sind jetzt über Navigationssystem bis hin zum fahrenden Pferd. Jetzt ist es das Pferd schon transformiert zum... Ne? Ja. Colt Sivas Gaul. Geländegaul. Zum Geländewagen gesagt. Oh Mann. Oh! Was war das für, gerade für ein Buff? Hä? Nur so meine Hände weiß. Weiß nicht. Cool. Irgendwer hat uns gerade einen Überbuff verpasst, ey. Jo. Der geht aber lange. Ach, das. Das kann man ausgehen. Wo war das? Ich hab den mal gesehen jetzt. Aber auf Dedra. Vampirskill, glaube ich. War's schon? Jo, nee. Ah ne, Seelfänger. Ich bin verwirrt. Hat schon eine die Schriftstücke hier übersetzt. Am Rand dieser Anker. Was steht da? 106. Knusprige Ente mit. Irgendwie vermisse ich so ein bisschen den Boss gerade. Ja,
Errungenschaft freigeschaltet. Überhaupt nichts. Schlechter das, was weiß ich. Er ist geduldig, aber nicht so geduldig, hoffe. Also aus diesen Ankern kann man noch mehr machen. Ja. Ja klar. Schauen wir mal, was den Jungs noch so einfällt. Weil es muss ja schon zur Geschichte passen, ne? Man könnte das so eine öffentliche Quest machen, dass du nach Beteiligung belohnt wirst. Ja. Das war bei Rift. Oder? Meinst du? Ja. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Da waren nämlich Phasen. Questphasen. Ja. Da wurde immer so eine Quest, wenn du bei so einem Teil warst, wurde so eine Quest geöffnet und da waren ja Phasen, die du killen musstest und dann Klingen hattest und genau. Ich erinnere mich. War eigentlich sehr gut gemacht. Also das ist, Ja, aber die Anker sind ja sowas ähnliches. Ja, aber du kriegst da nicht immer was von. Schon gar nicht, wenn es zu deinem Level nicht passt. So, dann mal rein. Und du meinst, hier geht's jetzt ab? Vergessenen Krypten. Hier geht es jetzt ab.